Hallo und herzlich willkommen. Schaut mal hier, Inselhopping. Das Ganze ist neu. Es gibt wieder gratis Items abzuräumen. Den ein oder anderen Tweet habe ich da ja auch sozusagen abgesetzt bei Twitter. Da konnte man schon mal so ein paar Items erkennen und sehen. Jetzt geht es aber darum, die ganzen Sachen zu erspielen. Und wie funktioniert das mit dem Inselhopping? Also es geht um Kreativmaps und hier gibt es verschiedene Aufgaben. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel Nutzerverkaufsautomaten im Zeppelin-Gefecht. Ja? Markiere ich mir einfach mal und gehe auf die Spielauswahl. Und dann hier unten habt ihr einen Punkt, der nennt sich Inselhopping. Und jetzt haben wir ja gesagt, Verkaufsautomaten in Zeppelin-Gefecht. Meine Güte, es ist doch heute wieder viel zu viel. So, ich starte das Ganze mal und dann schauen wir mal, wie das geht. Ich mache mal Privatmatch und gucke mal, ob ich das Ganze auch alleine hinbekomme. Also, bis gleich. Ciao, 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 ciao. So, jetzt sind wir auf der Map. Ich drücke mal auf Starten, Spiel starten. Ihr kennt das ja aus dem Kreativmodus. Das kann man immer so machen. Brauchst du nichts mehr abwarten. Ich bin alleine auf der Map, wie gesagt. Verkaufsautomaten im Zeppelin-Gefecht. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gespielt. Darum erkunden wir es quasi mal zusammen und schauen, ob wir das hinbekommen. Weil die Idee ist natürlich, das in einem Privatmatch zu machen. Da hast du halt nicht so einen Stress, wenn es denn überhaupt geht. Okay, oh, da habe ich schon mal das erste weggedrückt. Gucken wir mal, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt schauen wir uns erstmal an. Ich sehe da drüben, kann ich hier mit hochfliegen? Nee, ich kann ja nicht hochfliegen. Wie komme ich da jetzt rüber? Das muss mir, kann ich, achso, nee, oh, der Zeppelin bewegt sich auch. Habe ich gar nicht gemerkt. Jetzt gehen wir mal hier hin. Oh, 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 komme ich da noch drüber? Gerade so. Was sind das hier für Kollegen? Da kannst du nichts machen. Er geht direkt in Deckung. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den einen oder anderen Vaults open. Ah, hier siehst du, da öffnen sich die Tresore. Da kann man dann Coins auch sammeln. Muss ich da jetzt 20 Minuten warten? Ehrlich gesagt, hätte ich darauf keine Lust. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht und was wir noch kriegen können. Auch hier sind die Tresoren noch zu. Ich weiß nicht, kriege ich mit gegnerischen Waffen? Oh, okay, alles klar. Also dafür kriege ich schon mal Gold, wie es ausschaut. Jetzt habe ich schon 10 Gold. Vielleicht spawnen die ja auch immer wieder neu. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Ich laufe jetzt einfach mal auf den gegnerischen. Oh, 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 oh. Tatsächlich, sie spawnen neu. Aber das ist ja nice, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, oder kam der jetzt hier hinten hergelaufen? Das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass ich mir das Gold so verdienen kann. Ich will mal nur mal ein bisschen ein paar Kills machen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was die Sachen dort in dem Verkaufsautomat kosten. Aber wie geil ist das denn? Die spawnen neu. Also die Idee scheint schon mal zack, zack, zack aufzugehen. Wir warten jetzt mal ganz kurz. Ich habe jetzt 35 Gold, bis der Zeppelin hier wieder am Start ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich sehe schon, die Verkaufsautomaten sind da drüben wohl auch. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir da rüberkommen. Na, müsste nicht jetzt noch einer hier spawnen? Aber ich glaube, die Idee ist klar und ihr wisst, was ich meine. Weil hier drüben kommt immer so ein Ding hergefahren. Schaut mal. So, jetzt bin ich hier drauf. Oh, bin ich nicht. Okay, alles klar. Also vergesst es, ich warte noch mal ganz kurz. Was ist das hier für eine Waffe? So lange können wir doch hier noch so ein bisschen Gold farmen. Zack, da hat er noch ein Heli mitgenommen. Ich muss aufpassen, dass das Ding gleich wiederkommt. Den haben wir auch noch erwischt. So, aber jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich safe drauf. Ich lade mal nach. Und jetzt gucken wir uns mal an, was es hier drüben zu holen geht. Ihr seht schon, da sind die Verkaufsautomaten. Nice Nummer. Cool gemacht. Coole Map so irgendwie, ne? Oder? Gibt es hier auch noch welche? Ne, von den Weißen gibt es jetzt hier keine. So, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Ich kaufe etwas Verkaufsautomaten. So, ich kaufe mal eine Sache. Guck mal, das war ein Fisch. Der hat nur 10, ne, 5, 5 gekostet. Wir kaufen uns jetzt einfach hier alles voll diesen Fischen. Weil ich habe ja durch die Kills, da seht ihr schon, es countet. Perfekter Move, Leute. So kriegen wir es auf jeden Fall schnell hin. Was fehlt mir jetzt noch? Ehrlich gesagt, gar nichts. Ich kann noch weiter kaufen. Warte mal. Ich habe jetzt noch wie viel Gold? 20. Ich könnte jetzt hier noch eine Boogie kaufen. Und noch eine. Und damit habe ich die Aufgabe erfüllt. Wie geil ist das denn? Also startet, killt einfach da drüben diese Waffen, macht es im privaten Match, ist voll gechillt und oben steht schon Spraymotiv erhalten. Und wir gehen jetzt mal raus und gucken auch, ob das Ganze geklappt hat. Wilde Nummer, wilde Nummer. So würde ich es einfach bei allen Aufgaben probieren. Also das schon mal als Info vorab. So würde ich es immer machen. Inselhopping. Los jetzt, mach aber auch hier. Stelle Verbindung her. Meine Güte, ey. Fragst du dich manchmal, in welchem Zeitalter du lebst, ey. Tatsächlich, Leute, so einfach ging es. Tropischer Infrarabe, da haben wir schon. Und hier haben wir noch den Infrarot. Infrarabe? Und Infrarot GG. Nice Geschichte. Also so hat es funktioniert. Kann ich euch nur empfehlen. Weiterhin viel Spaß. Die anderen Aufgaben mache ich natürlich auch klar. Und dann sehen und hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao.